aus bei dir? Mhm. Okay. Warst du fleißiger im Einkauf? Ich war fleißiger. Also ich habe zu allen Games, die ich habe, bin ich mal komplett durchgegangen, die Liste. Es sind, glaube ich, jetzt mittlerweile, weiß ich nicht, 200 oder so in meiner Steam-Bibliothek. Okay. Und da kann ich nicht mithalten. Hat bei dem einen oder anderen haben dann noch DLCs gefehlt. Da habe ich einiges nachgekauft. Weiß ich jetzt gar nicht so auswendig, was war. Was habe ich mir an neuen Spielen genommen? Also wie gesagt, das C5 auf alle Fälle. Arma habe ich davor gekauft. Das war sogar noch vergünstigter vor dem Steam Summer Sale. Ja, das war interessant. Weil die Tibra hat es, glaube ich, um 20 jetzt gekauft. Mhm, alles gemeinsam. Knapp 20, ja. Bei mir, nein, ja, und bei mir war es um 75%, glaube ich, also. Okay. Ah, da habe ich ja noch Zinn. Ja, hast du jetzt das Gesamtpackage mit den Fliegern, oder? Ja, ja, ich habe es gesamt genommen. Dann war es aber doch, bei dir war das Package dann wieder günstiger, ja, als bei mir. Ja, das Package war interessant, ja. Und das habe ich mir dann genommen. Weil ich habe mir die Helikopter und Jets, glaube ich, habe ich nicht mitgenommen. Okay. Was haben wir erworben bei Arma 3? Also Arma 3 selbst natürlich, dann Apex, das haben wir ja schon erwähnt, mit, das ist die Dschungel-Map, die dazu kommt, mit der Kampagne natürlich auf der Map, die dann dabei ist. Und halt ein paar andere Ergänzungen, die dazukommen, also Waffenzubehör und so, die extra mit Apex gekommen sind. Und ich habe mir Marksman dazu genommen, das ist so der... die Sniper-Geschichte, ja, wo es auch Aufgaben gibt, Szenarioaufgaben. Und ein paar Scharfschützengewehre zusätzlich sind mit dem DLC gekommen. Mhm. Und Tibra zusätzlich Helikopter und Jets. Ja. Und Cards, glaube ich. Ja. Das verstehe ich bis jetzt nicht. Wozu? Aber, es war dabei. Ich habe es noch genommen. So, auf was? Hallo? Da Titanium gerade zufällig gefunden. Oh, das ist aber sehr unangenehm. Sehr unangenehm. So, schauen wir mal. Hoppa, hopp, hopp. So. Ja, vor allem, das kann ich dann gleich nehmen. Wenn ich das Rohr für Titanium herunterhole. Ich werde mich jetzt auf die anderen Lager stürzen. Das muss ja alles irgendwo hin, das Zeug. Ne? Mhm. Mhm. Kupfer ist halt... Wir haben so viel... Ich hab's aber schon... Also so eine Linie habe ich angelegt, ja, bei Nickel und Titanium. Ne? Aber wir haben so viel Kupfer. So, jetzt brauche ich da ein Licht. Da dürfte mehr da sein. Mhm. Schauen wir mal, was es wirklich ist. Ja, es ist Titanium eben da. Halleluja! Nimmt es nie Ende mit dem Kupfer? Nein. Okay. Ah, jetzt glaube ich, geht's raus. Titanium? Naja, das, was ich wegnehmen muss, dass ich den Schacht runterkriege. Aha, da ist es jetzt wieder. So, schauen wir mal da drüben. Kacke, das ist meine Batterie, ja. Ups, ups, ups. Auf, 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 auf. Mit dem Treppe rauf. Blau, blau. Ja, das ist so grauenvoll. Was? Der Gollum liegt mir nicht. Ist mir geiler. Genau. Wenn er nicht so leicht schizophren wäre. Hm? Wenn er nicht so leicht schizophren wäre, würde ich gehen. Ja, ja. Oh. Rauf, 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 rauf. Scheiße. So, dann ziehen wir das mal bis darüber. Huch. Naja, ich glaube, ich komme nicht mehr rechtzeitig zu. Jetzt springen wir da, die Lampen geben wir ein bisschen was. Wow. Wow! Alter! Falter! In der letzten Sekunde! Wird's wieder warm? Balken war fast voll. Ah,
jetzt haben sie die Legitimation erwischt. So. Ja, ich muss aber jetzt trotzdem, glaube ich, kurz nach oben. Weil ich sollte dort den Aussaum anhängen. Mhm. Er wird sich freuen. Ups. So. Dann wird sicher leer gesagt. Ups. Da ist er. Wir verbrauchen so viel Zinn, dass das Bar, die Barlager Storage Hopper nie voll werden. Jo. Ja, das ist wegen die Pipes. Mhm. Also geht irrsinnig viel Zinn drauf. Ja, und der Hopper selber, wenn ich baue, ne? Auch Nickel und Titanium, aber das fällt halt weniger auf, wenn wir diese harten Maschinenblocks ja verwenden. Aber die fressen ja irrsinnig viel Nickel und Titanium. Crystal Deposit hält sich da hier in Grenzen. Stimmt. Sollten wir, glaube ich, auch ein Lager anlegen, oder? Das wird zwar nicht weiterverarbeitet, aber wir brauchen es jetzt dann bei der Produktion immer wieder. Okay, das heißt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir nicht ein Geschoss machen, wo man so bunt gemischt Crystal Deposit, Biomasse und so rein. Achso, ja, Biomasse ist ja auch noch ein Thema. Weil das sind ja alles Sachen, die wir nicht zu Bahn verarbeiten, aber die wir für die Produktion brauchen. Und das könnten wir machen, da wir da nicht so viele Geschosse brauchen. Aber dass es halt ein bisschen ein Zwischenlager gibt für die Dinge. Ja. Könnten wir machen. So, was mache ich da jetzt eigentlich? Bin jetzt. Ja, jetzt bin ich zu weit, oder? Hm. Das ist die Frage, wo Lithium. Ist Lithium da über? Lithium, glaube ich, fördert mir da auch. Dem, was ich da vorbeikommen bin, das war sicher Lithium. Schubs. Schubs? Die könnte da sein. Schauen wir mal. Wie da raushüpfen. Sip. Jawohl, genau. So. Was müsste da. Ja, genau, da habe ich mich aufgeladen. Okay, so. Oder doch nicht? Na, was jetzt? Ich überleg grad, warum da. Achso, na gut, das ist ja. Passt. Jo. Okay, das war ganz falsch. Da müssen wir runter. Ob jetzt geht's. So. Dazu. Das Lager ist einmal schön erweitert. Das passt. So, wo war der 360 ungefähr? Oh, ah, schon weiter. So, dann schauen wir mal im. Lager, das ist dann Gold, glaube ich, kommt noch ein. Nein, Eisen kommt noch ein Kupfer, gell? Nach Kupfer kommt der Eisen, ja. Alles klar. Das, was derzeit am wenigsten gebraucht wird, ist am meisten vorhanden. Gold. Kupfer. Achso. Noch Gold, ja. Aber Kupfer ist, ja. Massiv.
passt, ja. Gut, eine Etage tiefer. So, ich glaube, durch das Lithium sind wir durch. Lithium, Titanium. Ups, ist, ja, wie schaut's da aus? Warte, was ist jetzt? Da stimmt jetzt was. Braucht da Licht. Zack. Ah ja. Dann ein bisschen zu viel weggenommen. Eisen. Gut, ja. Kupfer wird da schon schön ausgesaugt. Passt. Aber oh, die Kohle ist ja Wahnsinn, wie viel da ist. Aber nur oben. Hier unten findest du Kohle selten. Ich glaube, das geht dann nur bis zu einer gewissen Tiefe. Da müssen wir unbedingt erweitern. Da machen wir das wie oben. Dann müssen wir drehen wieder. Wir sind jetzt auf 429. Jetzt schalten wir uns einen Röntgenblick da ein. Röntgenblick? Ja. Ah, jetzt geht er. Was sagt ihr dir? Das sagt mir, wo unsere Laser sind. Ah ja. Ist das, wo man die Sachen sieht, die wir aufbauen? Ja, ja, weiß schon. Alles, was in Energie sorgt. Naja, ja, ich sehe schon. Alles, was wir, glaube ich, gebaut haben. Was ist hier gebaut haben. Sieht die Pipes ich schau mal, wo ich dich sehe. Ah, da geht auch gar nichts weiter. Da stoppt ein das bisschen. Das ist, glaube ich, Gold. Ja, da ja geht Gold schon ein unten. Stückchen runter. Und Nickel ist, glaube ich, da unten. Und da müssen wir hin. Ja, schalten wir das wieder aus, weil sonst druckelt es nur. Das heißt, ja, wenn in der Nähe sehr viel von dem ist, was wir gebaut haben, ist die Ansicht nicht mehr zu verwenden. So, sollte reichen und ziehe ich auch nach vor. Eisen haben wir sehr viel auch. Ja, testweise habe ich schon eine Produktionszelle bei Zinn angefangen aufzubauen. Also wo man dann die ganzen Teile rauskriegt. Ja. Platten, Draht, Platinen und so weiter. Bin mir noch nicht sicher, ob das so bleibt. Aha, okay. Ja, ich komme mit der Höhe nicht ganz zurecht. Was, sind wir zu nieder? Nein. Was? Das ist Scherz. Nein, wir können sie ja auch anders bauen. Okay. Ich wollte das ja alles von der Decke so runterhängen, aber das geht sich teilweise nicht ganz aus. So. Ja, da ändert man auch nichts. Nein, die ganze Dachkonstruktion. Sicher nein, nicht. Sicher nicht. Ich nicht mehr. So, das da noch. Fast. Sehr gut, jetzt so ist es. So, ich bin gerade im Toxic-Bereich. Da wird noch eine Reihe dazu gehängt. Oder zwei. Ich werde jetzt grundsätzlich einmal die Bahnlager erweitern, damit die Produktion nicht ins Stocken gerät. Oben. So, gucken wir mal wieder.
Okay. Ja, da müssen wir. Ich glaube so 500, 520 wird das klar. So. Ja, die Pipes schwinden. Stundenlange Farmarbeit wird da innerhalb kürzester Zeit vernichtet. Bald bin ich schon wieder ein paar hundert los worden. Ich auch. Also ich habe über 1000 Pipes gehabt und bin jetzt, ich meine, darf ich nicht schimpfen, auf 755 Euro. Ah, okay. Ja, bei mir ähnlich. So. Gut. Abwärts geht's wieder ein Stück. Was hast du, Storage Hopper? 437. Servus. Ich war auf 600, knapp 700. Okay. Ah, ja, ja, da ist ja das Zinn. Was haben wir da gebunkert? Lithium. Okay. Oh, da fehlt dann auch der ganze Aufbau. Wie weit schauen wir, das haben wir da hinten angefüllt. Ah ja. Mit voll sein. Mhm. Ja, ein paar Storage Hopper sind noch grün, aber schauen wir mal drüben im Lager. Zinn, dorthin nehmen wir sich gleich mit. Vorkommen, sehr nett. So, ja, das ist voll. Das muss ich unbedingt erweitern, weil sonst, ja. Stimmt, komplett. Ich nicht drüber graben. Ja. Sieht man eigentlich nicht die Liftkonstruktion? Sieht man den jetzt? Sieht man nicht so Platten? Oder habe ich mich getäuscht? Wie weit haben wir die jetzt? Die geht ja doch. Boah. Die geht ja, glaube ich, also schon bis runter. Bis in die Toxik auf jeden Fall. Da. Ja, doch, das da sind sie. Das ist der Lift. Ja, da sieht man nur die Platte und die. Ja, klar, und den Laser da. Ja, okay. Okay. Ich weiß schon, was der Lift ist. Ja, ich glaube, wir gehen jetzt einfach einmal auf 520 runter. Okay. Soll ich dir irgendwas ausheben helfen? Nein, ich weiß noch nicht, ob ich richtig liege mit der Tiefe. Weil ich will den horizontalen Schacht nicht anfangen und dann bin ich nicht gleich, ne? Dass die Rohre in der Höhe sind. Okay. Aha, was bin ich da jetzt? Wieder auf irgendein Erz gestoßen. Was haben wir denn da schönes? Eisen? Schon Eisen muss. Ja, nett, her damit. Wir nehmen neues. Hier, wir bunkern. Na, Gold. Ja, ist auch okay. Machen wir es dann einfach so. So, da wären wir jetzt auf 520 angelangt.
passt. Lithium ist somit auch erweitert. Schauen wir mal, ob das stimmen kann. Ja, das schaut gut aus. Schaut aus, wie wenn das passen würde. Setzen wir noch dran.